Hallo Leute, aus dem Grab wieder draußen geht es weiter mit Tomb Raider und unserer kleinen Lara Croft. Ja, mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Irgendwas hatte ich hier noch vergessen. Das würde ich mir noch ganz gerne holen. Und ach, wie man sieht, genau, hatte ich noch nicht erwähnt, habe ich das Ingenieursoutfit angezogen und noch halt die Waffen ein bisschen aufgepimpt, was halt eben so ging. War das hier unten? Ja. Ach, ist sogar voll. Da kann ich gar nichts machen. Aber hier ist noch was. Was ist denn hier? Was kann man sich da holen? Was ist denn hier? Hä? Traut sie sich darüber zu springen? Nicht, dass ich dann voll runterknall. Ach, sie schafft das sogar. Uiuiuiui. Ist da unten vielleicht auch noch was? Vielleicht muss ich da ja eh noch mal rüber. Ah. Mhm. Ich ärgere mich ja immer noch, dass ich bei diesem einen Kampf bei den anderen Typen da, dass ich... Ach, kann man sogar so durch die Fenster gucken. Ist auch witzig. Dass ich da die ganzen Erfahrungspunkte nicht bekam. Naja, ist dann wohl so. Ja, aber da will ich jetzt nicht schon wieder lang. Und dann komme ich doch hierher, oder? Ich bin verwirrt. Ich glaube, hier kam ich her. Aber dann ist ja auch nichts. Okay. Was leuchtet da immer so? Man denkt immer, es ist ein Geo oder so. Was strahlt vielleicht immer eine Sonne drauf? Keine Ahnung. Vermisst, erreichen Sie das Wrack der Endurance. Schon wieder. Warum denn? Keine Ahnung. Da will ich hin. Okay, vielleicht nicht so, sondern eher springend. Habe ich hier das noch nicht eingesammelt gehabt, oder? Da war doch da ein Geo, oder nicht? Hallo? Ich guck doch da sogar so hin. Gar nichts leuchten sehen. Ich bin verwirrt. Hm, da ist doch ein Geo. Wo leuchtet der denn? Da. Habe ich den da gesehen? Wahrscheinlich. Okay. 4 von einigen noch. Auch damit wollte ich mal wissen, was es damit auf sich hat. Da ist noch ein Geo. Schnapp ihn dir, Tiger. 5 von 15. Wozu ist jetzt das gut? Da kann ich... Ach, das ist dafür gut, dass ich... ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Damit ich da rauf kann. Aber ich komme doch... Kann ich da nicht einfach auch so rauf? Wenn ich mich hier... Boing. Dafür brauche ich doch die Bojen nicht. Und vor allem war ich ja hier oben schon. Wo ist die Boje gut? Da war ich auch schon. Die Boje muss für was anderes gut sein. Dass ich hier irgendwo hinkomme, wo ich vorher nicht hin konnte. Na wie? Hm. Weiß ich nicht so richtig. Vielleicht muss ich sie auch runterholen. Ja, geh mal rauf dann. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Diddum. Was ist da unten? Nix. Ja, na gut, dann sollte ich mal weitergehen. Das halte ich mich hier ewig auf. Speichert irgendwie auch immer netterweise, ne? Sobald ich irgendwie Bergungsgut finde. Wenn ich mich hier voll so runterlasse, sterbe ich dann. Das ist zu hoch, das traue ich mich nicht. Aber da unten wäre Bergungsgut. Wäre auch schön. Kann ich die Tonnen eigentlich mal hier? Kann ich die Tonnen?
ich oder kann ich nicht? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nicht, dass ich hier noch das Öl durch die Gegend kippe. Ich Umweltverschmutzerin. Das möchte ich ja nicht sein. Okay. Mist. Ja, ja. Das ist schön. Ich soll da lang. Okay. Wenn ihr das sagt. Könnte aber auch hier lang. Oh. Komm her, du Vogel. Scheiße. Komm nicht. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Will ich aber nicht. Das ist ein doofer Weg. Dann gehe ich doch über den anderen. Ja, nein, ja, fast gestorben. Ich knall dich ab, du Vogel. Toll. Das wäre... Ich muss die ausweiten, jetzt kriege ich keine Errungenschaft. Menno. So, wo kann ich denn hier... da kann ich. Nein, du sollst es doch an den Ring. Das klappt nicht. Nee, mir fehlt immer noch eine Ausrüstung. Da ist doch ein Ring. Dann pack ihn doch mal da an. Und du sollst es nicht ziehen. Du sollst es... Ich muss etwas Stärkeres finden. Ja, nee, das will ich auch gar nicht. Ich will den hier irgendwie... Ach, ihr wisst schon. Damit ich mich darüber hangeln kann überhaupt mal. Aber das geht anscheinend auch nicht. Kann das sein? Oder wie? Da ist doch ein Ring. Warum geht denn das nicht? Ach ja, das geht ja jetzt mit der Kletterwand. Stimmt. So ging das ja. Haha, okay. Habe ich vergessen, dass ich die jetzt in die Wände reinhauen kann. Ja, dann hoch mit dir. Aber ich komme ja an das eine da anscheinend eh nicht ran. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Wahrscheinlich wurde sie das auch, nehme ich mal an. Ihr neues zweites Lieblings-Ich. So, was haben wir hier denn noch so? Da kann ich durch, das mache ich noch. Das kann ich noch nicht aufhauen. Wo bin ich denn gerade? Etwas weiter weg. Holen wir uns noch das. Wenn ich das nicht vergesse, ja, dann gehe ich da durch. Oder wie, oder was, oder wo. Ja, ne? Ja. Okay. Mit ihrem tollen neuen Ingenieur-Outfit. Was ich irgendwie witzig finde. Sie sieht so ein bisschen damit aus wie so ein Mitglied aus den Alien-Filmen oder so. Früher, keine Ahnung. So ein, weiß auch nicht. So ein bisschen älter halt schon. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Ja, natürlich, die Endurance, das ist ja das Schiff. Natürlich wollen wir da hin, ganz vergessen. Sagt sie was dazu? Nö, natürlich nicht. Können wir irgendwas aufbessern? Wahrscheinlich nicht. Nehme ich mal an. Coole Musik.
Ach, es fehlt ja doch immer was. Es fehlt und fehlt und fehlt. Immer wenn ich an einem Lager bin, merke ich es dann doch wieder. 325, da sind 285 einfach zu wenig. Es ist einfach so. Tja, da kann man nichts machen, liebe Leute. Kann man einfach nichts machen. Trotzdem, Lager entdeckt. Dann wollen wir da mal rüber. Hui, das macht immer so Spaß. Die das schafft, immer ganz ehrlich. Wer schafft denn alleine so einen Sprung von der Kletterwand nach rechts? Sie hat ja nichts irgendwie, wo sie abspringen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Wie hält sie sich denn so bitte fest? Ohne den Kletterhaken. Wer kann denn sich so halten? Nein, ich muss das nicht verstehen. Es ist ein Spiel und es ist Lara Croft. Die kann das eben. So sieht's aus. Langsam müssen wir aufpassen. Da vorne sieht man die Endurance schon. Ich habe vorhin gedacht, Endurance, ich soll wieder zurück zum Schiffswrack-Ding, wo die anderen sind. Aber es wäre ja Quatsch. Logisch. Das ist ja unser Schiffchen. Da komme ich nicht ran. Was ist das hier? Aha. Abfackeln. Irgend so ein Kult. Ja, ja, immer weg damit. Das kann ich auch nicht machen. Ja, wir brauchen da irgendwie so eine Fähigkeit für. Was haben wir hier? Sieht aus wie voll die Megabombe. Und da hinten haben wir die Endurance. Toller Ausblick. Mit diesem Schiff sind wir, also die Crew von Lara, gestrandet. Na gut. Kann das aber nicht hier irgendwie... Oh, das ist schon... Es hat irgendwie sowas Böses. Und vor allem hat das irgendwie sowas von... Ich meine, das zielt ja direkt da drauf. Nicht, dass die irgendwie benutzt wurde oder so und die deswegen gestrandet sind. Ach, ich weiß auch nicht. Wir gehen da auf jeden Fall mal hin. Ich dachte wieder, da wäre ein Geo. Hat mich geirrt. Oh oh. Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt! Shit! Wie viele Generatoren sind das? Und was ist auf dem Kitty? Spielt keine Rolle. Wir teilen Befehle, wir befolgen. Ohne Zeit. Aber wir haben letzte Woche schon alle Kranwaren rausgeschafft. Brauchen wir ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus! Was geht da oben im Palast wohl vor? Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht hervor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Boah, Leute, ich bin gerade nur noch still, weil ich immer aufpasse, dass die aufhören zu reden. Es sind vier Typen, gibt's noch mehr? Ich hab ein bisschen Angst. Wollen wir das einfach in die Luft sprengen? Boah, wissen die immer, wo ich bin? Du steht hier an der Seite. Scheiße, ich schaff's nicht, glaube ich. Scheiße, ich wusste, ich schaff's nicht. Auf einmal steht er da rechts neben mir. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Moment mal. Können wir das irgendwie besser lösen? Ein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Der da oben, den habe ich auch nicht. Okay, warte mal, Moment. Den da oben schalte ich zuerst aus. Den habe ich gar nicht gesehen. Moment, Herr Klemm! Bruder, bitte! Ich bin nicht dein Scheiß!
So, die beiden habe ich erledigt. Das war nämlich das Problem, glaube ich. Wie lange müssen wir denn noch? Was geht ab? Ach, sie stand nicht genug hinter der Säule, glaube ich, ne? Okay, versuchen wir mal drei. Jetzt weiß ich wenigstens. Ja, das weiß ich schon. So. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht davor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Komme ich da nicht vielleicht noch näher ran an die Typen? Dass ich die so nach und nach mal ausschalten kann. Zum Beispiel den da oben. Moment, Herr Klemm! Scheiße, und jetzt? Ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Gibt's doch nicht, dass der das schafft. Stirb! Ja, dann mach ich dich auch fertig. Glaub mal, also... Ey, ich will auch! Nein, 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 weg, weg, weg! Scheiße! Och man, schlechte Runde. Tut mir leid, Leute. Ja, ich ärgere mich. Auch wenn's... Was, wissen die jetzt schon, dass ich da bin, oder was? Ach, die wissen schon, dass ich da bin. Ich habe bestimmt dreimal nebenbei übrigens versucht, eine Granate zu werfen, um dann irgendwie festzustellen, dass es anscheinend nicht richtig so war. Und ich habe keine Munition für mein scheiß Maschinengewehr und das kriegt mich voll auf. Hallo? Bring das doch mal hoch, Mensch. Ey, wenn ich sterbe, warum sterben die dann nicht? Ich meine... Mein letzter Gedanke war, okay, wenn ihr mich schon in die Luft sprengt, dann nehme ich euch mit.
Scheiße. Wenn zwei kommen, ist es einfach zu schwer. Durch deine Munition! Umgeh sie! Komm und hol dich! Los, Bewegung, komm schon! Deine Waffen sind nutzlos! Du Arsch! Mann, ich habe mich voll lange mit ihm aufhalten müssen. Endlich! Wo sind die anderen? Waren das jetzt alle oder was? Hä? Ich dachte, jetzt sind noch mehr da. Ich bin verwirrt. Voll die blöde Runde schon wieder. Naja. Zu meiner Verteidigung, ich nehme auch gerade schon wieder neu auf. Also es ist immer so direkt rein ins Spiel und los geht's, so ungefähr. Ohne warm werden, ohne alles. Und es ist dann immer so ein bisschen peinlich. Aber mein Gott. Geschafft ist geschafft. Ich habe nur immer die Sorge, dass ich jetzt alles eingesammelt habe. Ich hatte keine Pfeile mehr, das war echt blöd. Ich muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit Pfeilen besser klarkomme als mit Schusswaffen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Das Maschinengewehr finde ich jedenfalls immer ganz gut. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Sie gingen ins Landesinnere zum Kloster, aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Oh, wir müssen aber echt noch ein paar Dokumente einsammeln, merke ich gerade. Gut, ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Bin froh, dass ich es geschafft habe. Ein komischer Ort hier irgendwie an dem Strand. Bin gespannt, was wir hier noch finden. Ich glaube, das da hinten ist noch ein Geo oder so. Ja. Alles klar. Gut, dann haben wir ja wohl alles, was hier ging. Ich hätte vielleicht hier und da mehr Granaten einsetzen sollen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Man ist dann gerade so im Eifer des Gefechts und mit was man gerade arbeitet, so kommt es mir manchmal vor, dass daran ist man in dem Moment gewöhnt. Damit macht man dann erstmal weiter und Hauptsache ausschalten. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.